Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Tales of Xillia 2. Im letzten Part haben wir eine weitere Charakterquest erfolgreich abgeschlossen und heute wollen wir uns der, ich glaube, dritten Charakterquest von Musée widmen. Hätte ich auch direkt nach der zweiten machen können, aber ich wollte doch ein kleines bisschen Abstand haben, abgesehen davon, dass ich, glaube ich, eh direkt vor Mila stand und ich mir dachte, okay, machen wir die erst. Ich sag mal so, wir haben ja das Geisterradio in der ersten Quest kennengelernt. Dann wollte Musée unbedingt ein Geschenk für die anderen machen, was irgendwie voll nach hinten losging. Vielleicht ist sie ja diesmal etwas erfolgreicher. Es ist halt nur ein bisschen gemein, dass sie wirklich zwei hintereinander hat. Weil wenn du jetzt wirklich erst alle anderen machst und dann die zweite vom Musée zum Schluss und dann vielleicht nochmal nachguckst, ob was Neues aufgeploppt ist, weil prinzipiell du hast vorher nachgeguckt. Es gab, keine Ahnung, drei Charakterquests. Und wenn Musée, wie gesagt, die letzte ist, dann guckst du vielleicht nicht extra nochmal nach, ob da noch eine ist. Dann kann man die halt leider echt leicht verpassen. Das ist ein bisschen blöd gemacht vielleicht, aber wenn man es weiß, muss man halt einfach ein bisschen aufpassen. Dann wollen wir doch mal. Musée Kapitel 3 mit vereinten Kräften. Some people are headed our way. I wonder what for. Agent Luger, right? And you are? Must you ogle me so? You're making me blush. Musée, I'm a spirit. Is that a problem? No, I didn't mean... I apologize. We've received an urgent mission from HQ, directing us to exterminate monsters in the Felghana mine. I sent out an APB for all agents in the Laurent area. These two agreed to join you. I'm Lisa. It's an honor to meet you, sir. I promise I won't get in your way. I'm Min. Pleasure. Wait, isn't that... No way. It can't be. This mission will be a binational operation. I wish you the best of luck. A binational operation? How interesting. Perhaps I'll tag along and lend a hand. Since when did you become such a do-gooder? You've been spending too much time with you-know-who. So we've got agents from two quarreling nations working together! Maybe this'll teach me the secret to getting closer to Mila's friends! This sounds like fun. Mind if I come along? Meine Güte, Musée hat das beste Pokerface der Welt. Es ist unfassbar. Möchte jemand noch was dazu sagen? Na, bevor die mir ins Wort fallen? Nö, dann halt nicht. Weil meistens kommt halt da noch irgendwie sowas. Deswegen bin ich immer so ein bisschen, okay, ich kann reden. Ich meine, ich könnte auch drüber quatschen, aber es muss ja nicht unbedingt sein. Außer sie fallen mir, wie gesagt, mal wieder voll ins Wort. Finde ich übrigens ganz cool, dass wir jetzt tatsächlich mal einen Auftrag von Spirius haben, der nichts mit den Fractured Dimensions zu tun hat. Weil ich sag mal, sie haben uns als Agent angesprochen, also gehe ich mal ganz stark davon aus, dass es irgendwie daher kommen wird. Sondern dass wir wirklich was in der Prime Dimension zu erledigen haben. Das finde ich eigentlich ganz schön. Das hätten sie vielleicht auch, Käse und Obst, ein bisschen öfters mal einbauen können, finde ich persönlich. Weil warum nicht? Da. Oh, es ist sogar richtig gut. Wenn ich jetzt vielleicht noch so ein bisschen kämpfen muss, wahrscheinlich muss ich eh ganz tief rein in die Mine, dann ist das mit Sicherheit nicht verkehrt. Aber die Agenten sind cool, dass wir so ein bisschen eine haben, die so ein bisschen schüchterner ist und eine, die so ein bisschen, ja, nicht so viel von sich gibt und vielleicht so ein bisschen abweisender ist. Dass man da auf jeden Fall sehr abwechslungsreiche Gesellschaft hat, sag ich mal. Und es wundert mich nicht, dass Gaius mitkommt. Der ist doch immer dabei, wenn es um Musées Charakterquests geht. Beseitige Bedrohung in der Felghana-Mine. Da steht sogar alles richtig. Aber ich sehe noch nicht, wo. Dann gucken wir einfach mal, wo wir so entlang können. Aber ich würde jetzt auch mal behaupten, ganz nach unten, weil es meistens so ist. Weil ganz tief sind ja meistens auch die Gebiete, wo Bosskämpfe stattgefunden haben im Rahmen der Hauptgeschichte oder so. Und dementsprechend ist da auch einfach der Platz, um da jetzt nochmal einen Bosskampf hinzupacken. Ich sehe die Monster, die wir anywhere suchen. Vielleicht sind sie tiefer inside. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Weil wie gesagt, es bietet sich einfach mehr an, die wirklich irgendwie unten hinzupacken, als... Oh. Als ob das ein Hinterhalt ist. Der ist mir in die Seite reingeflogen. Als
irgendwie in den schmalen Gang, sag ich mal. Ach Gott, die Leiste ist ja noch ziemlich leer. Aber wenn sie irgendwann voll ist, dann hauen wir den Lugarnaut raus. Im besten Fall beim Boss direkt. Solange nehme ich dann aber mal Gaius. Muse muss ich ja nicht mehr nehmen, die liebt mich jetzt hier auch genug. Nicht genug, um den Mystic Art umzubenennen, wenn das denn geht, aber... Ich sag mal, das finde ich jetzt auch nicht so wichtig. Wenn wir es umbenennen können, geil, ja, wenn es ein schöner Name ist. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Also, dass wir die Mystic Arts haben, war mir viel wichtiger als maximale Freundschaft zum Umbenennen. Deswegen, das Balea war jetzt auf jeden Fall schön. Aber muss ja jetzt nicht unbedingt sein. Was ich übrigens auch sehr toll an der Szene fand, zum einen, dass jemand Gaius erkannt hat, aber meinte, nee, es kann ja gar nicht sein. Und ich meine, wir sind ja auch eine sehr lustige Truppe, ne? Wir haben Luga, der aus Olympias stammt. Gut, Leia muss ich mal ausklammern, weil die prinzipiell nur Anhängsel ist, aber prinzipiell kommt sie aus Rizomaxia, genau wie halt Gaius. Gaius ist halt der König von Rizomaxia, Muse ist ein großer Geist. Also wir sind echt gut durchgewürfelt. Prinzipiell, wenn man es nochmal ein bisschen direkter sagt, wir haben quasi einen Chromatos-Nutzer, einen großen Geist und einen König dabei. Plus dann noch die anderen Leute. Dass man das vielleicht nicht unbedingt so wahrhaben möchte, kann ich verstehen. Auf jeden Fall. Den hätte ich gerne noch. Am Muse ist eigentlich... Also, ich weiß nicht, ich habe ja dank Celia 1 vielleicht so ein kleines Problem mit Muse. Aber prinzipiell, finde ich, macht sie sich im zweiten Teil auf jeden Fall schon wesentlich besser. Weil sie halt nicht mehr so... Sie ist keine Psychopathin mehr. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Sie hat das so ein bisschen hinter sich gelassen. Und ich glaube, sie hatte einfach unglaubliche Komplexe. Sie brauchte einfach Aufmerksamkeit. Es gab halt auch mal einen Xelia 1 Part, wo wir, glaube ich, auch gegen sie kämpfen mussten, mit dem ganzen Team. Der hieß nicht umsonst Notice Me Maxwell Senpai. Da war ja noch der alte Maxwell. Maxwell? Das beschreibt es halt traurigerweise extrem gut. Sie brauchte einfach unglaublich viel Aufmerksamkeit und Anerkennung, weil sie sich sonst einsam gefühlt hat. Deswegen, sie war schon ziemlich psychopathisch. Aber sie hat sich hier halt echt besser gemacht, finde ich. Sie versucht jetzt wirklich mit allen klarzukommen. Ihre Methoden sind zwar manchmal ein bisschen seltsam, aber sie versucht es zumindest. Und ich finde, die Charakterquests tun ja auf jeden Fall auch ganz gut. Hm? Is everything okay? Hm? Hello? Oh, my apologies. I couldn't help but stare. I've never met a spirit before. You're so... so beautiful. Enough chatter. Monsters won't wait for you to finish your conversation. I got scolded again. You're from Rizomaxia. Why are you working with Spirius Corporation? I wanted to try cooperating with people from Olympias. You don't mind the Olympians? They seem to be pushing you pretty hard. They're doing it for my own good. I'm not living up to my full potential. You're so adorable! Don't let anyone try to hold you back! Are you stupid? Lisa! Yes, ma'am? Now I remember why I hate Rizomaxians. I wonder if those two will ever get along. Die eine versucht es zumindest. Ich würde mir halt nur manchmal wünschen, dass Muse vielleicht das, was sie sich denkt, also was wir auch hören können, auch ausspricht. Von wegen, oh, du bist süß, lass dich nicht auffallen. Und dann sagt sie in Wirklichkeit, du bist irgendwie bescheuert. Also manchmal würde ich mir wünschen, dass sie diese kindische Seite, die sie hat, auch wirklich auslebt. Deswegen sage ich ja, Muse hat das best Pokerface überhaupt, wenn man nie glauben würde, wenn man es halt hier nicht erfahren würde, dass sie tatsächlich so aufgedreht und fröhlich und kindisch und alles gleichzeitig sein kann. Wie gesagt, wenn man es hier halt nicht hören würde. Oh, naja. Du darfst da bleiben, ich will nicht in die Fledermaus reinrennen. Also manchmal würde ich mir halt echt wünschen, dass sie das einfach laut sagt. Nur irgendwie, wenn sie dann da so steht und von links nach rechts wippt und so, muss ich mir mal vorstellen, ich glaube, wenn ich richtig, richtig, richtig fröhlich bin, dann mache ich wahrscheinlich genau das Gleiche. Ich kann es mir leider viel zu gut vorstellen. Ich sehe es ja nie von außen, aber so in meinem Kopf... Wenn ich glücklich bin und herumwippe, sieht das genauso aus, wie wenn Muse total happy ist und von links nach rechts wippt. Sollte ich das gruselig finden? Vielleicht schon. A bi-national military force. What an interesting idea. Indeed. It is an obvious idea, but actually putting it into operation reveals numerous obstacles. It's a testament to the Spirius Corporation that they were able to iron out those obstacles so quickly. Yes, it certainly is. Gaius has such long eyelashes. They're like the eyelashes of a horse. Hmm?
If this sort of experiment becomes commonplace, it would give me more hope that humans and spirits will be able to coexist peacefully in the future. Yes, indeed. In that sense, I have high hopes for you. What do you think, Luger? Ich denke mir gerade nur, what the fuck, aber ist okay. Ich bin voll deiner Meinung. So we're all agreed then. That makes me think. How come it's considered a compliment to comment on the length of someone's eyelashes? And yet, you're not supposed to mention their nose here at all. Luger? Gaius, is something wrong? No. Hmm? Beard hair is fine too, just like eyelashes. Only nose hair is forbidden. It makes no sense! I just don't get human aesthetics at all. Ich habe einige Fragen nach diesem Gespräch. Nein, Wurm, du nicht. Dann nicht. Will ich in den Wurm reinlaufen? Oh, hier ist so ein Ding zum Kaputtmachen. Habe ich das damals irgendwie nicht gesehen? Man weiß es nicht. Also, Luger findet das mit Sicherheit creepy, aber manchmal wahrscheinlich auch unglaublich amüsant, Musées Gedanken zu hören. Wie kommt sie auf solche Themen? Und passend dazu, als die Leute die Texte dafür geschrieben haben, ich weiß ja nicht, ob es im Original auch diese Texte sind oder ob die einfach irgendwie halbwegs passend für uns übersetzt werden mussten. Manchmal kann man es halt nicht eins zu eins aus dem Japanischen oder so übernehmen, weil manche Redensarten oder so da einfach nicht passen. Let's hurry up and butcher those things and then we can head home. Okay, aber als die Leute diese Texte geschrieben haben für die Skits, also ich bin ja auch manchmal random, aber ich würde nicht drauf kommen, plötzlich einen Skit über Wimpern und Nasenhaare zu schreiben. Ich meine, Aber sie hat nicht ganz unrecht. Barthaare sind okay, Wimpern sind okay, aber Nasenhaare nicht. Es ist genau wie das, was ich auch immer ganz interessant finde, bei Frauen vor allen Dingen. Behaarung an den Armen ist prinzipiell auch okay. So, ne? Aber Beinbehaarung geht wieder gar nicht. Also Musée hat nicht ganz unrecht. Menschen sind seltsam in vielerlei Hinsicht. Augenbrauen rasieren wir uns ja auch nicht ab oder so. Also irgendwie, wie gesagt, Felgana-Mina können die Menschen sich da auch nicht ganz einigen. Aber schön, dass sie das mal anspricht. There they are! Lisa and I will take the monsters on this side. You handle the rest. Don't bite off more than you can chew. We'll be fine. Please, just take care of the rest. Incredible! I'm going in. Affirmative. I've got your back. We can handle this. Hang in there. Let's show them what we're made of. Okay. Und Rolo war im Hintergrund auch zu sehen. Zack. Dann wollen wir doch mal gucken. Er muss dieses Wort einfach lieben. Ich finde, das ist so gut. Ich meine, es ist jetzt nicht keine Riesenänderung oder so, aber ich finde das einfach so charmant, dass es nicht einfach nur so ein typischer Kampfname ist, sondern irgendwie sowas Besonderes hat, so eine persönliche Note mit dem Luganauten. Also das finde ich schon schön. Und es passt zu Leia einfach perfekt. Also von daher gesehen, werde ich es auf jeden Fall auch so lassen, falls ich das Mystic Art irgendwann nochmal mache. We all earned this victory. Let's leave it at that. Das war auch nicht sonderlich schwer, es hat auch nicht mal eine Minute gedauert. Es ist näher an einer halben Minute dran als an einer Minute, das sagt schon alles. Mission accomplished. Those monsters won't cause any trouble for a while now. Excellent work. And thanks. You might be a bit of a ditz, but I'm sure glad you're on my side. I underestimated you. Thank you. You were amazing back there. So do you two like each other or hate each other or what? You know, I'm not really sure myself anymore.
Politically, we have some things to work out. But personally, I guess she's not so bad. Yeah, if you and I can be friends, then someday everyone can. Let's not get carried away. Farewell, Ms. Musée. Bye-bye! Having a common enemy brought those two closer together. It's like a year ago all over again, when Gaius and Jude's group was fighting for the same goal. Of course, I was deceiving all of them, so I can't really say that I fought beside them. This just gave me a great idea. Oh no. Aber okay, haben wir das auch? Das hat scheinbar irgendwas mit einem gemeinsamen Feind zu tun, wenn sie sich darauf bezieht. Und das, wie gesagt, macht mir ein bisschen Angst. Was hast du denn für ein Kostüm bekommen? Das war das normal. Ich muss immer nochmal alles durchgehen, um es mal wieder ins Gedächtnis zu rufen. Das war das. I don't even... Ach ja, die Jiggle Physics. Also, prinzipiell ist dieser Farbverlaufseffekt ja gar nicht schlecht. Also, das ist so ein bisschen von einem dunkleren Gelb bis, wobei die Spitzen sind da oben wieder orange, aber ich sag mal, bis in dieses Rot reingeht. Das ist schon, also die Farben sind schön, aber nicht unbedingt für das Outfit. Sie hätte hier auch quasi so ein bisschen Farbverlauf. Unten ist ja weiß bei diesen Spitzen und oben ist ja dunkelblau. Und das geht so ein bisschen durch Türkis durch und dann, wie gesagt, bis zu dem Blau. Das ist halt auch von den Farben her ganz schön, aber halt nicht dafür. Weil ich finde, zum einen siehst du halt immer wie so eine gigantische Flamme aus, wenn du so ein Outfit anhast. Außer du bist Gaius, dann bist du stylisch. Und zum anderen, sie hat ja noch ihre Haare. Und du kannst ihr nicht diese gelblichen, bläulichen, gräulichen, grünlichen, alles in einem Haare geben. Und dann diese Farben dazu, das geht gar nicht. Abgesehen davon finde ich diesen Ausschnitt, den sie hat, den sieht man hier halt fast gar nicht. Aber hier umso mehr, das ist, als wenn sie so ein Herz auf der Brust hätte irgendwie. Das macht mich fertig. Und das da sind ihre Schuhe, Füße. Sieht irgendwie ungesund aus. Aber es sieht hier eigentlich genauso ungesund aus. Hier hat sie wenigstens vernünftige Schuhe. Hier finde ich es aus, wenn ihre Füße irgendwie zerflaufen würden oder so. Um Gottes Willen. Musste ich mal kurz angemerkt haben. Irgendwer musste es sagen. So, dann schaue ich jetzt nochmal ganz kurz, ob ich jetzt auch alles habe. Aber prinzipiell ja. Das heißt, wir können nach Triglyph zurückkehren. Wir haben für den Moment alle Charakterquests abgeschlossen. Ich schaue gerade mal so. Ich glaube ganz ehrlich, es kommen jetzt noch bei allen Charakteren, abgesehen von Leia, die ja offensichtlicherweise fertig ist, eine Charakterquest und dann haben wir die, glaube ich, alle. Aber ich meine, die kommen alle auf einmal. Oder da kommen halt teilweise noch mehr. Aber ich meine, wenn ich mal kurz gucke, Musée, gut. Da kann auch potenziell auch noch mehr kommen. Das wissen wir ja nicht. So oder so, sie will sich ja auf jeden Fall ein bisschen annähern. Das kann jetzt in einer Episode geschehen oder in zweien. Aber ich glaube, da Musée einfach recht spät dazu kam mit ihren Charakterquests, dass da wahrscheinlich nicht so mega viele sein werden wie bei manch anderen. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass vier da ausreichend sind. Ich weiß nur, die letzte war verstörend. Das könnte also die sein. Bei Gaius kommt vielleicht noch der große Reveal bei seinen neuen Freunden, von wegen, dass er der König ist und deren Reaktion. Das kann man potenziell halt auch noch ein bisschen länger stricken, man weiß es nicht. Gut, Leia ist ja fertig. Jude will ja noch die ganzen Orte aufsuchen, die Celsius quasi sehen möchte. Da kann man auf jeden Fall noch eine mitfüllen. Man könnte auch potenziell noch eine zweite damit füllen, wenn quasi jetzt eine Such-Sidequest kommt und dann noch mal eine für seine Forschung. Gut, bei Mila ging es ja so ein bisschen kreuz und quer. Wenn wir jetzt mal die von Fractured Mila ausklammern, ging es ja eher darum, sich mit Elle anzufreunden und dann ging es jetzt um Mila Krasnick. Da könnte natürlich auch noch mal eine oder zwei kommen für mehr Informationen. Elvin muss sich jetzt so ein bisschen mit Jürgen annähern, weil ich sag mal, er hat auch viel durchgemacht im Rahmen seiner Charakterquests und jetzt kommt so ein bisschen, glaube ich, der Punkt, wo es hoffentlich besser wird. Elise war ja auch am Tiefpunkt mit Luna. Da kann sich auf jeden Fall noch ein bisschen was bessern. Und bei Rowan ging es ja überwiegend um Politik und sowas. Also ich glaube, potenziell kann jeder noch ein oder zwei Charakterquests haben, je nachdem, wie lange sie das machen. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass da jetzt noch so unendlich viele Intermissions kommen werden. Weil ich sag mal, der nächste Schritt ist es, mit Julius irgendwie vielleicht
Kontakt aufzunehmen oder zumindest seinen Brief zu lesen, um zu schauen, wie wir nach Kanan kommen. Und wenn wir erstmal dort sind, steht das Finale ja quasi vor der Tür. Deswegen kann ich mir gar nicht vorstellen, dass da jetzt noch so mega viel kommt an Charakterquests, aber bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Aber abgesehen von Leia wissen wir zumindest, dass jeder noch mindestens eine haben wird. Und wir haben auch noch Elite-Monster. Die nette Vampirpflanze. Dann haben wir hier den Dämon noch. Der Schneepuma kam noch dazu. Oh, der hat auch ein paar mehr Punkte. Er sieht auch sehr begeistert aus. Und der Magma-Drache. Joa. Mal gucken, ob vielleicht bis kurz vor Ende noch mehr dazu kommen. Dann klatschen wir die mal mit Jan zusammen. Ich glaube, das ist nie eine schlechte Idee. Ich weiß ja nicht, ob ich ein bisschen Gemüse entbehren kann, ehrlich gesagt. Weil ich habe ja so wenig. Aber ich habe keine Purangen. Oh. Aber das hier. Das können wir auch abgeben. War gerade der Auftraggeber ein cooler Typ. Sehr schön. Gut, und die Sachen kann ich ja alle noch gar nicht machen. Wobei, vielleicht kam hier ja noch so ein bisschen was dazu. Von Vera, Beasleys Befehle. Da brauchen wir Prinzessia für. Weiß ich gar nicht, ob wir das so haben. Da müssen wir Mabo Curry abgeben. Pures Halsband. Ach, hier ist noch eine Katzensichtung tatsächlich. Im Agentenausbildungszentrum. Ich kann das mal annehmen, dann habe ich es. Aber naja, ob ich da unbedingt nochmal hin möchte, ist die andere Sache. Und die Sachen kann ich ja nicht machen. Weil ich nicht gut genug dafür bin. Aber das kann ich wenigstens abgeben. Okay. Dann haben wir das auch alles. Heißt, nächster Schritt ist es dann, hoch in mein Zimmer zu gehen, den Brief von Julius durchzulesen. Wobei, ich kann ja auch schon mal eigentlich bis da oben hochgehen. Und dann zu schauen, was passiert. Ich meine, wir setzen auch die Hauptgeschichte dann damit fort. Das müsste dann Kapitel 15 sein, meine ich. Und ja, da müssen wir mal gucken, was passiert. Das wird für mich tatsächlich auch eine sehr besondere Erfahrung werden. Aber mehr verrate ich noch nicht. So, dann würde ich sagen, das war's für heute mit Let's Play Tales of Xillia 2. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.